Herzlich willkommen bei Tarotzeit. Mein Name ist Heidi und ich freue mich, dass du hier bist für die Botschaften für diesen Vollmond kurz vor Ostern am Donnerstag, Vollmond in der Waage. Und den Impuls, den ich hier für dich rausgezogen habe, sagt: A win-win outcome is forecast. Ja, aber ganz frei übersetzt, eine Win-Win-Situation ist schon im Feld, ne? Ist schon prognostiziert. Also wartet auf dich, na bitte. Die Karten, die ich jetzt hier extra gewählt habe, ich finde die sehr inspirierend und Vollmond in der Waage mit dem Win-Win-Situation, dachte ich, etwas Inspiration tut uns gut. Hier The Muse Tarot mit all diesen kreativen Bildern und Ausdrücken, ganz wunderbar. Lass uns doch schon mal reinspicken. Was, vielleicht vorab schon mal einen Impuls. Da ist dann die Karte rausgeflippt. Hier. Oh, the Ace of Voices. Das Ass der Schwerter. Ja, sehr schön. Neubeginn. Neue Impulse, neue Ideen, neue Gedanken. Durchbruch in der Gedankenwelt. Erkenntnisse. Und die Eule. Ne? Die Weisheit. Und ja, es ist lebendig. Definitiv mit den Haaren. Wow, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf die Legung und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Anschauen. Lass dir es gut gehen und ich sag auf zur Vollmondlegung. Ja, der Vollmond am Donnerstag. Gründonnerstag, Donnerstag vor Ostern. Ja, super. Vollmond in der Waage. Hat ja schon alles dazu im Intro gesagt, einiges und auch schon die Karte, eine Karte vorgezogen. Mit dem Impuls, a win-win-outcome is forecast. Also eine Win-Win-Resultat, es steht schon an, ne? Das steht schon im Feld, es ist schon prognostiziert. Geben-Nehmen, Win-Win, ne? Beide gewinnen, beide Seiten gewinnen. Vollmond in Libra, Vollmond in der Waage. Ja, also quasi unvermeidlich, wenn ich das mal so sehe hier. Kann man gar nicht verhindern. Lass uns schauen, was bringt der Vollmond? Was zeigt sich? Upsala, Moment, da war ich noch nicht richtig im Flow. Jetzt, so, okay, was bringt der Vollmond? Lass uns mal schauen. Einmal, halt, das sind ja zwei. Karten sind ein bisschen tricky, weil sie sind sehr dick. Da haben wir sie schon mal. Wollen wir gar nicht weiter hier rummischeln. Geht direkt los. Lass uns schauen. Ace of Voices, das Ass der Schwerter. The Temperance, die Temperanz hier. Große Arcana hier. Die Mäßigkeit. Oh wow, the Tower. Jetzt können wir überlegen. Ja, so. Das hat gar nicht verstanden. Genau, The Tower. The Six of Materials, die Sechs der Münzen. Und no, The Devil. Okay, wow, was für ein Vollmond. Halleluja. Also wir haben von den fünf Karten schon mal drei große Arkane. Die Temperance, The Tower, The Devil. Wir haben hier das Ass der Schwerter, die Luftenergie. Und The Six of Materials, die sechs der Münzen, die Erdenergie drin. Also der Vollmond wird, ja, war in der Wochenlegung ja auch schon so ein bisschen abgebildet. Aber jetzt speziell der Vollmond am Donnerstag, der wird nochmal kraftvoll. Was zeigt sich? Ass der Schwerter hatten wir ja auch schon im Intro. Also hier ist eine Klarheit, eine Gedankenklarheit, man sagt auch neue Impulse, neue Gedanken, neue Erkenntnisse, Durchbrüche in Gedankenstrukturen, falls da vorher was blockiert war, festgesteckt ist. Auf diesem Bild mal so kurz zur Erklärung. Sie wendet den Blick zurück in die Vergangenheit. Die Einsicht kommt schon in der Zukunft und auch hier die Eule der Klarheit, der Weisheit liegt auch in der Zukunft. Also das kann sein, dass das jetzt noch passiert, dieses
den Kopf wenden, ach, plötzlich die neuen Dinge sehen. Kann aber auch sein, dass du es schon gesehen hast, dass es schon da ist. Die Klarheit, die Erkenntnis, das Wissen. Und du schaust nochmal zurück und ja, nimmst vielleicht Abschied oder überlegst, ne, oder verstehst, warum das so gekommen ist. Ja, auch hier die Klarheit mit den Bergen hier, Spitzen, Blau, ja, sehr viel Klarheit und ja, diese Eule sowie auch diese Gebetsfahnen stehen ja für, ja, Weisheit, ne? Okay, da kommt also auch ein Wissen, was vielleicht nicht aus dem Buch kommt, gelernt wird. Ein Wissen, was Klarheit ist ja manchmal auch ein Durchbruch, was mir hier auch wirklich als Durchbruch, was ich so empfinde, wenn ich die Karte anschaue. Dann kommt hier die erste große Arkane am Vollmond, der zeigt sich, die Temperance, die Mäßigkeit. Und hier ist es ganz gut zu schauen, die Dinge im Gleichgewicht zu halten. Es sind beide Seiten gleich. Ja? Wir hatten auch Find a Balance als Impuls für die Woche. Also da ist es auch bei dem Vollmond wichtig zu schauen, was kommt zu mir, was gebe ich raus, ne? Was ist Aktivität, was ist Passivität, was ist mich bemühen und lernen, was ist Loslassen. Also hier ein Teil der Temperanz, ja, der Mäßigkeit. Welches Maß ist das Richtige für mich? Ja? Wie viel Input tut mir gut oder wie viel Outgoing tut mir gut? Auch das ist ein Maß. Ja, da gut schauen, das ist eine große Arkana, Meilenstein auf dem Seelenweg. Kann sein, dass wir vorher eine äußere Richtlinie als Maß aller Dinge für uns angenommen haben. Hier könnte der Wandel für dich dastehen, ne? Oder ist auch das Gefühl, das stimmt nicht mehr, das ist nicht mehr richtig, dieses Maß. Ja, was denke ich, was tue ich? Das kannst du jetzt einfach, was bei dir jetzt passiert, auf alles beziehen. Haben wir den Tower, die nächste große Arkane, auch interessante Darstellung. Der Tower ist der Überraschungsmoment, mit dem wir nicht gerechnet haben, der Dinge aufbricht, aufbricht, ja. Und auch hier wieder ein Loslassen, hier fällt da so eine Figur weg, es bricht auch hier auf. Für mich jetzt hier ist der Tower vielleicht wirklich überraschend. Manchmal ist es wirklich überraschend und wir empfinden das als unangenehm. Wir sind überfordert, wir sind überrumpelt. Da bricht was zusammen, womit wir fest gerechnet haben, ganz plötzlich aus dem Nichts. Hier für mich jetzt auf dieser Karte, auch mit der Temperanz ja jetzt hier, mit dem Fluss der Karten, sage ich mal, kommt es mehr von dir und du brichst was auf, was dich vorher limitiert hat. Da ist wie so ein Blitz, ja, oder dadurch, dass es aufbricht, kommen Geistesblitze, was auch hier die Karte ist, zu dir. Du gehst deinen Weg. Ich habe auch das Gefühl, so wie sie gezeichnet ist, dieses wie so ein durch ein Tor durchgehen für mich hier auf der Karte, diese Zeichnung, dass du tatsächlich was wirklich. Weil wirklich was in dir aufbricht oder um dich herum aufbricht. Es bricht was auf, es geht, eine Mauer geht weg. Und für mich eher, weil sie oben hier liegt, eine Gedankenmauer. Ja, da war ein Limit da. Du durftest nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Du konntest nicht, du hast dir nicht erlaubt, Punkt, Punkt, Punkt. Du hast nicht gesehen, das, Punkt, Punkt, Punkt. Sehr gut. Hier die 6 der Münzen. Da kommt wieder die in der materiellen Welt, Materials, in der physischen Welt. Hier kommt wieder Harmonie rein. Hier kommt wieder Balance rein. Also hier sagt man, die Karte, das ist es. Es kann, also entweder kommt was zu dir, ja, es kommt was, wird was geschenkt, es fließt hier, regnet hier Blumen. Es kommt was rein in der physischen Welt, ohne dass du jetzt groß was tun musst. Ja, du bist in der Blüte, du bist im Flow. Die Karte kann auch bedeuten, da ist das Geben und Nehmen, ja, oder was kommt und was geht, ist in der physischen Welt, was wirklich da ist, was du wirklich sehen kannst, das ist im Gleichgewicht. Ja, das kann sein, dein Input an Aufmerksamkeit und das, was zurückfließt, ist im Gleichgewicht.
Kann sein, dass die Tätigkeit, die du tust, und jetzt kommt ja vielleicht die Anerkennung oder auch das Materielle, das Monetäre, das Geld, der Preis, das kommt. Ja, es kommt zu dir. Das ist die Karte der Fülle, der Balance, der Gleichgewicht, der Stabilität auch. Ne? Die 6 ist auch die Karte nach dem 5, also das Überwinden des Konflikts. Ja, und da haben wir ihn ja. Also auf jeden Fall, da kann auf jeden Fall, das kann sich, wie gesagt, befreiend anfühlen hier, die Karte, dass du endlich, wow, es ist los, es ist weg, ja, richtig aufatmen kannst. Und dann kann auch das reinkommen, weil du Platz geschaffen hast, war ja vorher dicht. Kann aber für manche von euch vielleicht sich auch als Bedrohung anfühlen, dass du vielleicht fühlst, okay, da bricht was über mir zusammen. Auch da, hab Vertrauen, ja, da kommt was ins Gleichgewicht wieder. Und man sagt ja, Win-Win, 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 ne? Geben und nehmen, reinkommen, rausgeben, beide Seiten gewinnen, ist tatsächlich hier schon prognostiziert, steht schon im Feld. Danach haben wir The Devil, Achtung, die Karte The Devil, der Teufel, auch eine große Arkane, weist darauf hin, dass entweder sind jetzt hier, was ich jetzt im Vordergrund stelle, alte Strukturen aufgebrochen und dieses Marionettenspiel ist auch aufgebrochen, weil normalerweise ist der Puppenspieler ja oben, die Marionetten unten, hier ist genau umgekehrt. Ja, das hat sich, finde ich, aufgelöst, beziehungsweise man kann auch sagen, die Marionetten hier, diese vielleicht Gedanken, vielleicht auch Leute, Menschen, eine Person, Partnerschaft, der dich manipuliert hat, ja, wird durchbrochen, kann aufgebrochen werden, ist durchbrochen oder aufpassen. Vielleicht bist du da noch drin und es ist Zeit, das zu lösen, ja, die Schnüre durchzuschneiden, nicht mehr die Marionette zu sein von, ja, Berufsfeld, ne? Also auch nicht der Knecht der Arbeit zu werden, sich nicht benutzen lassen, sich nicht verführen lassen von, ja, da wird dir was in Aussicht gestellt, ne? Vielleicht in der Partnerschaft auch, ja, dass jemand dir sagt, ja, ich werde dies oder jenes nicht mehr tun oder ich verspreche dir das, ja, und du bist trotzdem die Marionette, weil sich tatsächlich nichts tut im Außen. Du bist die Marionette von dem, woran du glauben willst und was der andere dir vielleicht vormacht, was ist. Ja, dass du eben nicht mehr der Gefangene bist und auch nicht mehr in der Verstrickung. Also hier ist Verstrickung für mich. Ja, genau. Also für mich hier, wie sich's anfühlt, bist du die in der Position. Muss aber nicht, ne? Das ist auch hier eine Warnung, aufzupassen, andere nicht zu manipulieren, damit sie dir gefügig sind. Eine Chance, der Devil für mich, diese Woche, dieser Vollmond, das zu lösen, diese alten Verstrickungen, Verbandelungen aufzulösen von alten Abhängigkeiten. Man ist vielleicht auch, vielleicht bist du es gewohnt oder wir sind manchmal auch gewohnt, dass es so läuft. Geben uns dem so hin, sind nicht bewusst dabei, wenn man mal genauer hinschaut, schau mal, sie kann einfach hier sich befreien, ne? Das ist ja nur um die Finger rumgelegt, diese Elemente, ja, da kann man sich einfach lösen und die Arme auch wieder öffnen, sodass das Herz auf ist. Also hier eine Einladung, weil dann kann dieser Win-Win, dieses wirklich, das ist wirklich eine Situation oder ein Lebensumstand oder ein Lebensgefühl, wo beide Seiten profitieren. Gut schauen, ne? Also hier Devil, Teufel, immer auch eine Karte der Warnung oder eben auch Congratulations, also ich gratuliere dir, dass du genau diese Verstrickung in diesem Erkenntnisprozess aufgebrochen hast, es fließt und du nochmal feststellst hier, auch ein wichtiger Punkt, an der Stelle stehen zu bleiben, innezuhalten, sich auf die Situation, aus der man sich befreit hat, vielleicht liegt die schon zurück, ja, oder gerade befreit hat oder am Befreien ist, ja, dass das ein wichtiger Punkt ist,
dass es nicht so weitergeht nach vorne. Ja, lasse ich so stehen, die Vollmondqualität. Und natürlich fragen wir noch, was kannst du denn hier auch nochmal loslassen? Der Vollmond lädt ja auch ein, loszulassen. Loslassen, welche Energie ist sie? Wenn wir gerade dabei sind, fragen wir auch noch, ja, was gibt es an Unterstützung? Manchmal auch vielleicht ein Hindernis, eine Warnung. Was gibt es an Unterstützung aus dem Universum hier für dich, das Universum? Was sagt das dazu? Und dann haben wir noch hier die Erkenntnis für diesen Vollmond, die Lernaufgabe. 2, okay, gut. Wir schauen loslassen. The Four of Voices. Oh, sehr schön. Die 4 der Schwerter. Ja, in den Rückzug zu gehen. Die 4 der Schwerter ist eine Art auch Innenschau, Reflexion, Erkennen, zur Ruhe kommen, auch die Gedanken zur Ruhe kommen lassen. Entspannen von diesen ganzen Gedankenströmen, also diese ganzen Wellen, diese dunklen Wolken hinter dir lassen und das Licht zu dir kommen lassen, also dieses Stille, dieses vielleicht auch rausziehen aus der Welt. Das kannst du jetzt loslassen, es darf jetzt gehen im Laufe des Vollmondes. Auch eine Qualität von, es darf was auf der Gedankenebene heilen, ja, weil diese Prozesse, die da anstehen, für mein Gefühl braucht es hier nicht dieses nach Zurückschauen in die Vergangenheit und okay, was war damals und darüber nachdenken, sondern es bedarf jetzt mehr eine Qualität von dem Ast der Schwerter, dieses Durchbrechen, dieses Neue, diese neue Gedanken hier reinzubringen und in diesen Prozess sich hineinzubegeben, anstatt hier auf dieses, okay, das war jetzt sehr schmerzhaft, was passiert, Reflektierende hier, ne? Hier loszulassen. Was nichts mit dem Anerkennen, was habe ich beendet oder was soll ich beenden, zu tun hat, weil das hat eine andere Qualität. Das geht mehr so in so ein altes Gedankenmuster rein, während hier eine neue Erkenntnis drin liegt, dass da eine Abhängigkeit da war, eine Manipulation, etwas, was durchbrochen werden wollte. Ne? Während hier die alten Geschichten, okay, einverstanden, Haken dran, abgelegt. Es hat eine andere Qualität. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen deutlich machen können. Die Unterstützung, das Universum, okay, Two of Inspirations, die 2 der Stäbe. Das Universum sagt, jawohl, super, okay. Selbst wenn jetzt noch dieser Vollmond hier, sagen wir, die Fülle noch voll da ist, schau schon mal, was ist deine Intention? Was darf gehen? Was darf aufbrechen? Wo bin ich verstrickt? Was durfte ich, darf ich lösen? Wo ist meine Vision? Wofür schlägt mein Herz? Für wen? Oder für was? Oder für welches Feld? Für welche Qualität? Dich da auszurichten. Also da ist die Einladung des Universums zu spüren. Also wo ist deine Begeisterung? Also selbst wenn du in einer Beziehung bist und es für dich jetzt hier zu schauen, was gibt mir der Vollmond in Form in dieser Beziehung? Was bricht hier auf? Was kommt? Wo kann ich hinschauen? Auch hier. Welche Qualität möchtest du denn leben in der Beziehung? Wie magst du dich denn fühlen? Wo schlägt dein Herz? Also wenn du mal so durch die Qualitäten deiner Werte gehst, wofür schlägt dein Herz? Was sind deine Prioritäten? Was steht oben an Werten in der Beziehung, an Qualitäten? Ja, das ist dir die Einladung des Universums, dir den Raum gibt, dir den Impuls gibt, dich nochmal wirklich vielleicht auch daran erinnert, zu schauen, ja, wo zieht es dich hin, auch beruflich natürlich, ja, oder auch der Umgang mit Mitgliedern aus Freundeskreisen, Familien, Arbeitsfeld. Lass uns schauen, was die Lernaufgabe, da haben wir erstmal The Page of Inspiration, sehr schön, der Page der Schwerter,
und direkt Three of Voices. Okay, beides mal sehr kraftvolle Karten. Ja, der Page der Inspirations auch hier. Die Qualität der Schwerter kommt jetzt hier rein, was ja hier oben noch nicht drin war. Hier waren ja nur, Entschuldigung, nicht die Stäbe kommt rein, hier unten. Während hier oben ja Schwerter und Münzen waren, ist hier unten neben den Schwertern hier zweimal jetzt die, zweimal die Stäbe auch rein, die reinkommen. Und der Page, das kann natürlich jetzt hier sein, dass hier ein ganz neuer Mensch reinkommt. Also wenn du jetzt hier im, ja, im Prozess des Rausgehens aus deiner bestehenden Beziehung bist, egal ob das jetzt deine Herzensbeziehung ist oder im freundschaftlichen Feld, könnte hier der Page für eine neue Person stehen, die reinkommt in dein Feld. Ja, die ganz neu leidenschaftlich oder deine Leidenschaften oder deine auch die Inspiration weckt in dir. Ne? Du bist inspiriert von diesem Menschen, der schenkt dir Inspiration, wie auch immer. Hier bist du noch so ein bisschen am Zurückschauen, macht aber nichts, da ist schon Befreiung da. Also es könnte tatsächlich ein Mensch sein, der in ein Feld kommt. Könnte auch eine Nachricht sein, die Pagen stehen für Nachrichten, also da könnte eine neue Nachricht reinkommen, die dir bei deiner Lernaufgabe, beim Verstehen, ja, da, was ist hier, das ist ja das Feld des Lernens, kommt, vielleicht auch zu erkennen, es gibt immer wieder neue Aufgaben, ja, es türmt sich vielleicht wieder was auf, es staut sich was an, du löst es oder das Universum bricht es auf und dann kommt wieder was Neues, ja, da könnte ein neuer Impuls jetzt reinkommen, dass du überhaupt diesen Zyklus verstehst oder auch hier als Lernaufgabe diesen dieses neue Feld, dich aufmachst für das neue Feld, ja, Altes gehen lassen, damit Neues kommen kann, aber auch das Neue, sich für das Neue öffnen und das Willkommen heißen. Also der neue Mensch oder die neue Idee, der neue Impuls, wofür auch immer, kommt hier rein. Und das, guck mal, die Wolke ist ganz bunt, also wie ein Regenbogen. Da ist alles drin, alles möglich. Ja, für mich hier die Katze, die, der, die steht auch für Unabhängigkeit, ne? Die sind sehr unabhängig, die Katze hier, die da für mich auch als Impuls und als Lernaufgabe steht, dass du vielleicht dich unabhängiger machen sollst, was hier nochmal angesprochen wurde mit Verstrickungen, Verbandelungen, Abhängigkeiten, ja, unabhängig machen sollst, ja, bei dir bleiben, den Überblick bewahren. Okay, Lernaufgabe, die zweite hier. Die drei der Stäbe, Schwerter, heute. drei der Schwerter steht für Herzschmerz. Man sieht es auch hier. Sie, da laufen die Tränen. Sie sitzt hinter der Tür, verletzt, verzweifelt, in sich gekehrt. Auch hier als Lernaufgabe, genau diese Momente, die gehören zum Leben. Die lassen uns wachsen. Wenn du da in diesen Momenten Trost brauchst, vielleicht auch Halt oder den Überblick verloren hast, dich verloren hast, weil du im Schatten sitzt und nicht spürst, ne? Die Welt ist groß, das Neue kommt, schau, dass du auch hier vielleicht jemand findest, der dich hier mit begleitet, unterstützt und trägt. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge, dass wir da wieder drin stecken bleiben und sie ewig in unserem Herzen tragen, also dass wir sie annehmen. Wir fühlen, ja, wir sind fühlende Wesen, wir verstehen, was passiert und aber dann an dem Tag, ja, wieder loslassen. Also der Vollmond hier heute, Vollmond in der Waage, fühlt sich schon auch als ein intensiver Prozess für mich an, als ein mit den vielen großen Arkane, mit den ja auch starken Karten der kleinen Arkane, dass du hier schon ein Weg hier durchschreitest, etwas vielleicht beendest, etwas erkennst, etwas aufbricht in dir, es aber wieder zum Fließen kommt, Neues wiederkommt, du dich ausrichtest auch hier vom Universum und etwas an Starre gehen lässt. Ich habe das Gefühl, dass Limitierungen auf jeden Fall auf der geistigen Ebene, was ja hier beides mal ist, ist keine emotionale Karte. Das sind Dinge, wo du vielleicht
auch als bedrohlich empfindest in deinem Gedanken oder dich erinnerst an eine Situation, die dich verletzt hat, also die Gedanken, ja, ist keine tatsächliche Verletzung, ist keine Kelche, keine emotionale Karte, die hier liegt. Dass das auch zur Lernaufgabe gehört, anzunehmen, dass diese Dinge passieren. Und ja, ich meine, hier Vollmond in Libra sagt ja, dass hier eine Win-Win-Situation ja wirklich ansteht. Die steht im Raum, die steht im Feld, die ist für uns möglich. Lass uns durch diese Felder, durch diese Themen, durch diese Prozesse durchgehen. Wow. Lass uns eine Guidance-Karte ziehen, wann auch immer du wo steckst, wo du drin bist. Ja, ich habe es jetzt so gelesen. Kann natürlich auch andersrum sein oder auch einzelne Felder sich vorher zeigen. Im Vollmond, der ja 3 Tage vor dem Vollmond und 3 Tage nach dem Vollmond sehr stark schwingen, in uns schwingen, aber natürlich darüber hinaus. Ne? Lass uns mal schauen. Vielleicht hier ein Impuls, der dich ja inspirieren soll. Lass uns mal hier bitte eine Karte. Hier. Success. Der Erfolg. I know that there is no greater goal than love. Ja, wenn man über diesen Vollmond drüber schaut, oder tiefer oder höher, wie auch immer, aus welcher Perspektive, ja, am Ende, gibt es kein größeres Ziel als die Liebe. Und dass du die Liebe spürst in dir, für dich, mit dir, ist natürlich ein sehr großes, ein wundervolles, schönes, großartiges Ziel. Dass du es nicht verlierst, aus den Augen nicht verlierst. So, ich hätte gerne noch eine zweite, falls dich diese Karte jetzt nicht so anspricht. Da haben wir noch eine zweite Karte. Oder dürfen dich natürlich auch beide unterstützen. Da haben wir die Robbe. Selbstvertrauen und Erlösung. Öffne dich für die Tiefe deiner Gefühlswelt, nimm dir Zeit für dich und beachte deine ureigenen Bedürfnisse. Ja. Was darf ich dazu noch sagen? Nichts brauche ich dazu sagen. Alles gesagt, es schwingt, das Feld schwingt, die Energie schwingt. Großartiger Vollmond. Ja, okay. Ich wünsche dir hier für diesen Vollmond wirklich auch Mut, Vertrauen, Kraft, Zuversicht und auch Zeit für dich und deine Gefühle, für dich und deine Gedanken, für dich und deine Vision. Lass es dir gut gehen, möge alles sich zum Guten wenden, alles Liebe und Gute. Vielen Dank und bis bald. Namaste.